Hallo, 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 weiter geht's mit Spell Souls. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße zu diesen weiteren Castle Crush Klon, wie auch immer. Was geht ab, Leute? Das Spiel ist ganz cool. Ich habe ein bisschen offscreen privat weitergezockt. Ist cool, macht Spaß und macht Laune. Ich habe auch ein bisschen was schon geöffnet, aber guck mal hier unten rechts, seht ihr diese großartige, übermenschlich große, geile Kiste? Die öffnen wir gleich, natürlich, aber vorweg machen wir den hier und gehen kurz hier rein. Und zwar habe ich nämlich die Hox Schatzhorde geöffnet, diese große Truhe hier. Und habe natürlich großartige Sachen bekommen. Das Ganze mit Screenshot festgehalten. Und zwar haben wir den hier bekommen. Der Goblin-Meister-Schütze ist am Start. Gar kein Ding für den King. Der ist cool. Der ist richtig cool, Leute. Glaubt mir, das ist ein cooles Schwein, das einfach nur wie so ein Schwein durch die Gegend rennt, ausrastet und einfach nur jeden Hardfake-Nussferkelt. Das Teil ist echt geil. Gefällt mir. Dann haben wir hier, ne, das habe ich bekommen quasi aus der Kiste, Goblin-Meisterschützen, genau wie der Schildträger, und ich bin natürlich auch selbstverständlich in die nächste Arena aufgestiegen, Arena Nummer 2, warum, gar kein Ding für den King Jekus, easy gesnackt, und ich habe den Gestaltenwandler bekommen, ist wieder wie der Metamorph, und der Goblin-Meisterschütze ist quasi wie die junge Dame, die, wie heißt sie denn, die, ne, die weibliche Schützin mit dem Schussgewehr, bloß da ist ein Schwein, was gerne, keine Ahnung, eine Schweinerei macht. Habt ihr verstanden, ne? Ja. Wie der Metamorph ist der Gestaltenwandler, habe ich noch nicht getestet und ich habe auch den Steinelementar bekommen. Muss ich euch mal anschauen, das ist denn aus dieser Kiste gekommen. War auch ganz cool, das war glaube ich eine ganz normale, war es eine große, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das gezogen, aber die größte Kiste aktuell, das war die Siegeskiste, genau. Die größte Kiste, die ich aktuell wirklich am Start habe, ist diese unten rechts und sie ist bereit. Ist sogar eine Arena 2 Kiste. Kiste, Kiste, Kiste! Wir gönnen uns erstmal ein geiles Chest-Opening hier, nur für euch, Leute. Warum? Weil wir es können. Erstmal kurz hier, befestigen. Versteckt Portale durch bessere Abwehr. Kriegt man einfach mehr HP? Das kennen wir doch auch schon, oder? Es gibt natürlich doch schon ähnliche Details zu einem anderen Game namens Castle Crush. Und die sind sehr gravierend, tatsächlich. Könnt ihr gerne mal die Meinung dazu reinschreiben in die Kommentare, was ihr dazu sagt. So kommen wir hier raus. Hier wieder Befestigungen. Dies, das, Ananas, geiles Ding. Wunderbar, gefällt mir. Schön. Ja, sonst gehen wir kurz auf Siegeskiste, fahren wir gleich Deck bearbeiten. Nämlich hier habe ich auch das neue große Deck freigeschaltet. Hier ist doch das hier. Information. 8 Karten plus 5. Ja, es ist genau so etwas. Es ist tatsächlich genau so etwas, wie ich es mir gedacht habe. Die Frage, was für Deck bauen wir uns jetzt? Ich würde gerne, also ich werde erstmal kurz einmal, wie wäre das jetzt hier, ne? Okay, Sick Crush, weißt du, ich spiele dich doch gerade nicht. Verpiss dich doch. Den bauen wir auf jeden Fall ein, das gefällt mir. Wir haben die Pfeile auch neu. Ah, Pfeile. Pfeile nehme ich auf jeden Fall auch mit. Pfeile sind wichtig. Pfeile. So, Pfeile. Die beiden möchte ich behalten. Die sind ganz cool, wie ich finde. Genauso wie die beiden, so als Tanks vorweg. Ein Zwerg, einen normalen Boy. Nehmen wir, den haben wir auch hier, ne? Kann sie doch mal, die alte Dame, eine leuchtende Anführerin, die alle Truppen versammelt. Achso, das ist wie der Lanzenträger. Und wir haben hier noch so einen Tank, ne? Das sind Steinelementar. Dieser schwere Koloss. Die kann man auch gut benutzen. Und zwar für diese Boys hier, ne? Für diese. Komm, her damit. Verstärken. Und nochmal verstärken. Warum? Weil wir uns leisten können. Hier rausgeballert. Benötigte Ruinen. Ruinen, genau. Ich habe doch genug. So, den switchen wir auf jeden Fall mit dem hier. Der kostet 4. Das ist ganz Junz. Und guck mal, was wir hier haben. Guckt mal, was wir hier für einen Kollegen haben. Was ist hier? Der Bestrafer, eine gequälte Seele, die den Willen ihres Königs erfüllt. Zerstückelt Feinde mit mächtigen Schlägen. Oh, no. Oder braucht man richtig große Runen, um den abzugraden? Holy shit, er ist selten. Klasse leer. Ja, ist ziemlich leer. Machen wir das so? Das passt auf jeden Fall, den will ich haben. Ne? Der war ja so mega krass. Ah, das war einfach das krasse Viech. Krass. Ey, das ist gut. Nehmen wir 2 Pfeile mit. Nein, wir haben hier die Skelette, die wir upgraden können. Wir haben die Bogenschützen, wir haben dies, wir haben das. Wir haben nicht alle Karten drin, die ich so reinhaben möchte. Jetzt sind eine starke. Hiervon 2, davon 2. Das sieht doch alles ganz gut aus, ne? Erstmal nicht weiter upgraden, sondern erstmal kurz abchecken, wie gut die Karten überhaupt sind. Das gefällt mir. Deck bearbeiten ist somit fertig. Vielleicht ziehen wir etwas Großartiges aus dieser wunderbaren Kiste. Seid ihr bereit? Let's go. Oh mein Gott, das ist eine riesengroße Kugel. Wie viel unten rechts sich das gefüllt hat. Mega viel, mega geil, mega krank, mega. Einfach nur mega. Gib mir was Legendäres. Gib mir ein Epic. Das Baumwesen. Ja, ist okay. Ist die erste Karte, kann ich mit leben. Da brauchen wir noch nicht auf jeden Fall Selbstmordgedanken machen. Ist noch okay. Was haben wir hier? Der Bestrafer mal 4. Natürlich. Gib dir den alten Sack. Ich weiß gar nicht, wie gut das ist. Deswegen erstmal testen. Oh, der Steinelementar mal 19. Holy shit. Mal 19 ist auf jeden Fall eine Ansage. Hier sind nur noch Runen.
nur noch Runen. Ist trotzdem okay, oder? 19 mal den Kollegen, das ist auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist richtig gut. Was haben wir hier unten links? Truhe Arena 2. Habe ich doch gerade eben. Das ist eine andere Truhe. Oh, kostet 990. Ja, gar kein Ding. Erstmal Geld reinstecken. Warum? Weil wir es können. YouTube mal nicht regeln. Auch so habe ich ja gar nicht. Gar keine Klicks. Schade. Muss ich mir anschaffen gehen. Ja, ich würde mal sagen, wir. Ne, hier. Starten wir den Scheiß. Übrigens hier. Mit Freunden macht bla bla, muss man den Einladungscode scheinbar irgendwie an die Leute weiterschicken oder so. Mache ich. Packe ich in die Kommentare oder muss ich die anders einladen? Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Ich werde es mal testen, wenn es funktioniert. Ich kenne mal kurz, ne? Ich kann mal kurz hier einmal den hier klicken, nicht, dass ich gleich irgendwas preisgebe. Hier zum Beispiel meine Kontodaten mit Geheimzahl, wo mindestens 3 Euro drauf sind. Ich kann es teilen. Ich könnte es auf Twitter teilen. Auf Twitter könnte ich es teilen. Ne? Wir sind hier gerade auf Twitter, von daher. Spiele Spells aus. Mit mir oder gegen mich? Twittern. Habe ich kurz getwittert, Leute. Deswegen folgt mir auf Twitter, da ist Zuschauer LP. Könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, da ist die LastZLP. Die ganzen Links in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wer mir auf Instagram folgt, bekommt selbstverständlich einen Keks von mir. Warum? Weil ich es kann. Ich werde den Link auch nochmal, der jetzt hier gepostet wurde, auch in die Videobeschreibung packen, wenn ihr keinen Bock habt auf, ne? Auf Twitter zu gehen oder auf Instagram, wie auch immer. Wir kämpfen jetzt erstmal. Neues Deck, neue Karten, neues Glück, neuer Pimmel, alles ab geht's hier. 444, was ist denn verkehrt mit dir, Junge? Warum bist du so hoch? Immer noch Level 1, das ist okay. Du kleiner Zipfelklatscher. So, was haben wir ihn hier? Alles klar, jetzt erstmal gebufft, der alte kleine Kollege hier. Wir kommen natürlich mit dem Scheiß von hier, das ist auf jeden Fall okay. Komm mal reingelunzt hier. Schöne Lunzer. Ein schöner Lunzer. So kommen wir hier vor mit dem Baum. Warum? Weil es ein dicker, fetter Baum ist. Und der Baum, der macht das schon. Der Baum, der macht das. Kurz einmal hier den hochpushen. Seht ihr, guck mal, es läuft doch hier. Wie ein Länderspiel. Nicht anders. Kurz einmal den drauf. Dankeschön. Wollen wir hier mal so einen dicken drauf. Ach, der heilt sich, ne? Der ist krass, der heilt sich. Muss ich aufpassen, der heilt sich. Der ist krass. Der ist mega krass. Ich gehe mal kurz ins Face. Oh Gott, er hat die dreimal die Scheiße auf... Das ist doch unfair. Ich push ihn jetzt. Ich hatte ihn viermal! Alles klar. Er hat ihn einfach viermal auf der Hand. Also ihr könnt natürlich fragen, wie das Ganze passiert. Er hat's einfach. Wie die sich heilen, der ist auch Level 5! Okay. Oh, ich will die Falle zünden. So, neue Karte testen. Kurz abtesten hier. Ab, los geht's. Was kann der so? Der Schlitz. Warte, der Flächenschaden. Das ist ein Henker. Das ist Henki. Das ist Mr. Henki, der Weihnachtscode. Wir haben Mr. Henki gefunden. Das ist cool. Trotzdem sind wir down. Da sind die Pfeile. Ja. Der war nicht Pay to Win, ne? Pay to Win lässt grüßen, nur der kleine Noob. Nein. Er hatte halt Level 5k. Was willst du denn da machen? Dieser Dryadenverschnitt, der sich da heilt, der ist halt schon krass. Der ist richtig krass. Und da hat er mich auf jeden Fall von hinten hart gegeben, ohne Spucke, trocken rein. Da kann man halt nicht so viel machen. Bobman. Mr. Bobman. Müsst ihr euch überlegen, wir sind ziemlich hoch. Gut, wir sind Arena 2, ist jetzt nicht das höchste, aber für unser Level, für unsere Karten, glaube ich, ganz okay. Aber gefällt mir, Mr. Henki gefällt mir. Ja, das ist schon mal ganz okay. So, komm, spielen wir den hier rein. Und dann natürlich die Bogenschütze in den kurz nach Hause schaukeln hier, beziehungsweise wegklatschen, gar kein Ding hier. Das gefällt mir. Dann kommen wir mit dem von der dritten Lane. Ah, er schickt hier erstmal, ne, den Kack da drauf. Komm, Zwerg, das schaffst du. Ich glaube an dich. Oh, Zwergi-Boy. Zwergi-Boy, was soll denn der Rotz? Kannst du doch nicht machen. Putz, Junge! Da war mal kurz die Kopflos ins Gesicht geklatscht. Wunderbar. Jetzt kommen wir nämlich hier. Genauso Muster. Wenn ich warten soll, bis der in der Mitte ein bisschen weiter vorläuft. Aber machen wir jetzt so. Das Ding, der schaukeln wir nach Hause. Das wie dreht ihn. Alter, wie viel Schaden sie macht. Holy shit. Das ist krass. Okay. Das ist wieder Mr. Henki. Mr. Henki hier vor. Oh mein Gott, jetzt hat er so ein Ding da hingeworfen. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Weißt du was, ist mir egal. Ich nuke den einfach down. Ich nuke den einfach down, ich gehe voll ins Face. Scheißegal, einfach ins Face. Kurz den drauf. Dann können wir kurz den drauf. Können wir kurz den nochmal drauf. Noch ein paar Pfeile drüber. Na gut, viel Flächenschaden ist es jetzt nicht. Ne, guck mal unten. Da kommt der Damage, Madame. Da kommt der Damage, Madame. Und down gejuckt. Mr. Bobman, es tut mir leid, aber ich habe es dir hart gegeben. Und wir bekommen eine einfache Truhe. So eine Scheiße. Wer will denn eine einfache Truhe haben? Niemand. Niemand.
Ja, verbinde. Ja, alles klärchen. Ich verbinde mich auch gleich hier. Oh, 100 braucht man dafür. Habe ich 100 Gems noch auf der Tasche? Ja, hab ich. Das passt auf jeden Fall. Wenn ich 100 reinstecke, bekomme ich 110 wieder. Also das ist ganz gut gemacht. Natürlich, wenn ich jetzt umso höher komme, ne, brauche ich umso mehr Gems. 550. Dann muss ich bestimmt 500 zum Öffnen haben und die habe ich doch gar nicht. Trotzdem weiter Weg gezockt. Die Frage ist natürlich gerade eben, also dieser ist, wenn ich ehrlich bin, Mr. Hanky ist total sinnlos, weil wirklich keiner mit Flächenschaden hart kommt, ne? Angriffsschaden plus 17. 517 Damage macht er jetzt beispielsweise. Wie viel macht er zum Beispiel? Er macht 400. Er macht trotzdem ziemlich viel. Und Flächenschaden. Lass ich ihn jetzt drin? Ich weiß es nicht. Ich bin auch ein bisschen unzufrieden. Ich lasse ihn trotzdem mal drin. Weiter testen. Die Karten müssen alle ausprobiert werden. Ja, ich weiß. Ich habe keine Gems. Ich kann keine Kiste öffnen. Bla, bla, bla. Los geht's. Da stehe ich drüber. Da stehe ich eiskalt drüber. So, wen haben wir hier? Erstmal ein paar Bogenschützen vorlaufen. Ja, komm, mit dem Zwerg da in der Mitte. Wusste ich natürlich. Oh, Verbindungsprobleme. Holy shit. Was ist das denn hier, Spiel? So, Level 1 gegen Level 1. Ja, meiner ist sogar, glaube ich, höher am Level. Das passt. In der Mitte, ich glaube, der Zwerg könnte gewinnen. Gewinnt der Zwerg? Komm hier auf, Zwerg. Komm hier auf. Komm hier, Mr. Steingolem. Headbutt. Auf Doom. Ist am Start. Die Headbutts. Gefällt mir. Kommen die Pfeile. Die Pfeile sind am Start. Und ich würde sagen, in der Mitte werde ich gleich Mr. Hanky spielen. Mr. Hanky, der Weihnachtscode. Rasiert. Gegen den Strich. Mit Benzin. Amanakoi. Ja, ist schon ganz okay, was er macht an Damage. Ja, doch, ist okay. Natürlich überlebt er jetzt wieder mit einem Schlag. Selbstverständlich, was denn sonst? Ja, auch Mr. Hanky am Start. So, Boots, Junge. Weggebootst. Wir spielen den schon mal von hinten. Eieieiei. Holy shit. So, den machen wir damit weg. Ich hoffe, das reicht. Ich bin nur Mr. Baum davor. Mr. Baum reicht. Hier machen wir kurze Flächenschaden. Komm. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat das noch gereicht. Jetzt warten wir kurz, bis der vor ist. Flächenschaden. Wir schlitzen einfach alles weg. Holy shit. Hat die sich gerade irgendwie verdoppelt oder so? Was war das denn? Sah mysteriös aus. So, kurz noch den dahinter. Das passt. Hier ein paar Bogenschützen. Ein bisschen Druck aufbauen jetzt. Oh mein Gott, Louis. Ich klebe an deinen kleinen salzigen Nüssen, aber richtig hart. Ich glaube, du kassierst. Oh Gott, ey, bitte hör auf. Wenn die Verbindung weg ist, raste ich aus. Ich hoffe, es liegt gerade an unser Internet und nicht irgendwie an dem Game, weil normalerweise läuft das doch alles Wunderbärchen hier. Normal ist alles gar kein Ding hier für den King. Komm jetzt hier, komm. Ich habe doch Flächenschaden gezündet. Ach, blöd. Egal. Jetzt nochmal. Drauf damit. Hier nochmal kurz einen Baum vor. Beziehungsweise Mr. Headbutt. Es leckt schon wieder. Oh Gott, nein. Schieß kaputt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, nein, Mr. Hanky, auf in der Mitte, dankeschön. Jawohl. Knappes Ding, aber es hat gereicht. Das mache ich eigentlich mittlerweile immer fast so, dass ich einfach am Ende auf die Lebenspunkte rushe, weil die Gegner einfach zu stark sind. Und wenn die einfach wirklich ihre Karten stärker ausspielen, dann liege ich halt auf dem Boden und werde hart zerstört. Das kann ich nicht zulassen, deswegen rushe ich am meisten, versuche ich natürlich am Ende down zu rushen, wenn ich irgendwie... Ne? Da kannst du hinbekommen. Und bislang hat es fast immer geklappt. Aber ja, beim ersten Match nicht so. Aber das war schon ein ziemlich krasser Unterschied vom Level her. Wenn er Level 5 Truppen spielt, die ich nicht mal besitze. Und die sich so krass heilen, dass ich, egal was damage-technisch hinpacke, nicht dagegen ankomme. Das ist halt schon eine Hausnummer. Dann ist der Baum. Oh, Groot. Ab sofort ist das Groot. Das ist einfach nur Groot. Er soll aufhören zu laggen. Diese Scheiße. Hier, ich schicke auch noch einen Baum rein. Groot ist wieder am Start. Mr. Grooty Boy. So, komm, von der Seite noch mit dem Kollegen. Mein Baum ist dran. Flächenschaden ist weg. Dann kommen wir mit unserem Stein-Golem von da oben. Er hat sich nochmal gebufft. Doppelte Karten. Geiles Brötchen. Richtig geiles Wurstbrötchen. Holy shit, er damaged da unten. Ekligen Damage. Trotzdem spielen wir das von da. Und das spielen wir da. Ich hoffe, es geht vorher down. Die Madame hier unten.
bevor... Gott, hat sie eine Range und macht Aua, ne? Sie hat richtig Range und macht richtig Aua. Ich will das so. Warte, wie Schaden sie macht! Dankeschön. Kann doch nicht sein hier. Warum macht die so viel Schaden? Guck mal da oben, die obere Lane! Guck mal, die obere Lane, Madame! Ziehen wir sie mal näher, da kommt der Blitz, scheißegal! Es hat halt nicht gereicht, ne? Es hat halt nicht gereicht. Willst du mich verarschen? Es hat einfach nicht gereicht. So, kurz ein Zwerg rein, kurz das da rein. Hier da oben bekommen wir nicht down. Oh mein Gott. Machen wir das unten? Wenn wir es da nicht schaffen, machen wir es einfach unten weiter, ne? Nein, Verbindung! Jetzt ist sie weg. Das ist doch unfair! Es reicht nicht. 1600 hat er noch. Es reicht nicht. Ich hab ihn nicht down gejuckt. Wie ich die Truppen nicht down bekomme. Mir fehlt irgendwie was, was DPS macht. Damage per second. Ich habe nichts. Nichts, was irgendwie viel Schaden macht. Shit. Was macht denn viel Schaden? Ja, diese Dame hier, die habe ich aber nicht. Ist das die? Eine mächtige Hexe, die in den Feuerkünsten sehr bewahrt. Ich glaube, das ist sie sogar, ne? Mit den Flügeln. Obwohl, das haben wir ja aus wie so ein anderer. Auf jeden Fall macht sie Aua. Macht sie sehr viel Aua. Guck mal, ich habe. Hat da gerade jemand freundschaftstechnisch was geklickt? Ist das gerade wirklich. Uiuiuiuiui. Die Laura. Aha, Gruß geht raus an die Laura. Dankeschön fürs Klicken. Läuft bei mir. Dann bekommt ihr einfach mal was auf dem Deckel hier. Geiles Ding. Weiter geht's. Leute, ihr könnt weiter klicken, ne? Link in der Beschreibung. Kriege ich ganz viele Punkte. Und mein Hals versagt. Räusper, Räusper, Entschuldigung. So, weiter, 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 weiter. Weiter geht es. So, das Match werden wir kurz nach Hause schaukeln jetzt hier. Also ich glaube wirklich an das Herz der Karten, an alle 150 Pokémon, dass ich die sammle. Und deswegen schaffen wir das hier und werden ihn einfach nur zerstören. Einen Kraftstoff. Wie Benzin. So, Mr. Headbutt ist am Start. Da unten, da oben kommt der eine kleine Kollege hier. Er ist kein Problem für uns. Oh Gott, er schickt wieder alles von da oben rein, ne? Alles da oben rein. Schieben wir hier die Bogenschützen. Natürlich kommt da gleich Mr. Henke, glaube ich, von mir. Da kommt Mr. Henke. Okay, Mr. Henke ist am Start. Ich hoffe, Mr. Henke schafft das. Nochmal kurz entfernen drauf. Sind ja schon ziemlich viele. Dann den Zwerg mal rein. Das ist auf jeden Fall gut. Ich schwimme in der Mitte den Kollegen hier rein. Der nuked auch ein paar down. Das ist gut. Mr. Zwerg schafft es natürlich nicht. Schicken wir den Baum vor. Ich schicke nochmal kurz den hier rein. Dankeschön. Dann schicken wir den von da. Der wird sich den auch gönnen. One-Shot. Two-Shot. Läuft ja auf jeden Fall. Reicht doch hier. So, nächster Baum in der Mitte. Also ein bisschen Druck aufbauen auf sein Gesicht. Ein bisschen oben noch rein. Damage, Damage, Damage. Schieben wir das so. Das sollte erstmal reichen. Ein bisschen Damage abfangen. Das gefällt mir. Ja, komm, jetzt hart von der unteren Lane. Er kommt hart. Egal, wir sind stärker. Wir sind stärker. Wir sollten uns auf die anderen beiden Lanes konzentrieren. Unten so gut es geht verteidigen. Komm, oben nochmal rein hier. Kurz Inferno auf den hier. Reicht nicht mal. Verdammt, dieser Inferno ist einfach nur Rotze. Kann das sein? Er hat alles down gemacht von mir. Er hat alles down gemacht von mir. Holy shit. Okay, okay, okay. 8000, ich bin auf 5000. Oh Gott, ich muss diesen komischen, nicht diesen Inferno, diesen anderen Verschnitt mitnehmen. Das bringt nichts. Es bringt gerade nichts, was hier passiert. Okay, ich bin down. Mist. Dieses komische Ding hier. Moment, ich werde kurz drauf gucken. Wie heißt das? Dies hier. Lavaspalte. Ja, ich gebe dir gleich eine Spalte. Ne? Ich bin woanders. Die Lavaspalte macht null Damage. Es bringt halt nichts. Nichts bringt das. Es ist total für den Arsch. Und deswegen werde ich jetzt was anderes mitnehmen. Und zwar den hier. Der wird mitgenommen. Der ist stärker. So ausgewählt. Bitteschön. Und, die Switch, was war das nochmal? Ein Leuchtanführer, die alle Truppen versammelt und vorwärts, ja, die prescht alles nach vorne, beziehungsweise switcht alles, glaube ich, auf eine Lane, so war das nämlich. Ich könnte dafür vielleicht noch was anderes mitnehmen, aber die Frage ist, was? Nochmal Mr. Henke oder den hier?
den hier. Doch, den nehmen wir mit hier. Machen wir so. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Das gefällt mir. Ein bisschen ausgeglichen. Vielleicht einen Baum weniger. Brauchen wir die Bäume? Bäume. Ich habe sehr viele Tanks dabei, tatsächlich. Ich habe echt viele Tanks dabei. Vielleicht dann doch lieber den noch mitnehmen. Den werden wir auch upgraden hier. Komm, hochziehen den Scheiß. Hochgeupgradet. Und nochmal upgraden. Den Baum würde ich auch gerne nochmal upgraden. Bitteschön. Den auch nochmal hochziehen. Den nochmal hochziehen hier. Da ist die Gar rausgeballert. Muss weg. Den Zwerg weiß ich gerade nicht. Den weiß ich auch nicht. Erstmal so weitermachen. Und noch ein Game. Los geht es. Es ist viel zu viel Demütigung hier. Wir müssen weiterzocken. Kokolula. Ja, Kokolula in dein Gesicht. So, was haben wir jetzt hier? Ist das wieder die Spalte? Ich wollte die Spalte gar nicht mitnehmen. Habe ich sie doch noch einmal dabei? Shit. Ich will nur andere Spalten. So. 20 Kader. Hat sich schon mal hochgebufft, ne? Er hat sich hochgebufft. Das geht jetzt ja gar nicht hier. Das Lächeln. Kommt mit unserem Damage hinterher. Für Mr. Steinboy. Heilen uns einmal. So, da oben kommt der kleine Kollege. Nehmen wir den Golem da rein. Und dann da versuche ich gleich. Uiuiuiui. Holy. Schieben wir kurz unseren Damage-Dealer rein. Okay, der gönnt sich auf jeden Fall. Das gefällt mir. Sollten die da oben packen? Ich hoffe doch mal, ich schicke mal noch kurz den Kollegen rein, damit es auf jeden Fall hundertprozentig reicht. Auch nicht der wieder. Nicht dieser OP-Fuck. Und jetzt in der Mitte kommt der. Schafft der das gegen den? Ich weiß gar nicht, wie alle heißen, ne? Der gegen den und das gegen dies. Gut, Spalte drauf. Es reicht halt nicht, ne? Aber Pfeile sollten reichen, oder? Beide zu killen. Dankeschön. Vielen Dank. So, dann kommen wir hier mit unserem Zwerg, mit dem Bogenschützen hinterher. Dann schicken wir hier unser Mr. Henki rein. Oh, jetzt läuft's doch. Jetzt weiß ich doch, wie es funktioniert. Kurz nochmal einen Tank da vorne rein. Und so kurz einen... Oh, ich wollte einen Steingolem in die Mitte setzen. Scheißegal, reicht doch trotzdem hier, Leute. Seht ihr, jetzt kurz das Deck geswitcht und eiskalt eskaliert und einfach nur alles hart wegzerstört. Gegen den Was ist das denn für ein Skelett mit einer riesen Axt? Holy shit. Will ich auch haben. Will ich auch, aber habe ich nicht. Hat er aber. Sehr gut. Wir haben 3 von 8. Alter, noch. Wir müssen noch so oft gewinnen. 5-mal. Das ist viel zu viel. Wie das Video eine Stunde. So, weiter. Konzentration hier. Lars, bleiben Sie bitte ganz ruhig. Alles wird gut. Bogenschützen. Alles klar. Los geht's. Bogenschützen kommen. Alles klar. Er kommt mit dem Scheiß. Unser Golem ist am Start. Oh Gott. Reicht die Spalte? Spalte reicht nicht. Über den von da, genau. Ich will das von hinten wegnuken. Das ist gut. Schwimmen wir den kurz rein. Der schlitzt auf jeden Fall den weg. Das gefällt mir. Die Bogenschütze in der Mitte. Ja gut, die sind halt jetzt da. Oh no. Tank vor. Geh auf den Zwerg. Ach Gott, wieso gehst du nicht auf den Zwerg? Was soll denn das? Geht der Zwerg auch down? Oh. So, der ist da hinten. Gott, der ist One-Shot. Fick doch die Henne. Warum ist der One-Shot? Okay, müssen wir jetzt hier mitkommen. Reicht das für alles? Nein? Dann schicken wir noch kurz den Baum rein. Oh Gott, da oben ist wieder diese OP-Truppe. Diese fucking OP-Truppe, die einfach keiner zerstören kann, weil die so mächtig ist. Oh, Mr. Henki kommt an. Mr. Henki kommt dagegen an. Holy shit. Hätte ich nicht gedacht, dass Mr. Henki dagegen ankommt. So, kurz den rein. Plus Pfeile. Jawohl! Wow! Es funktioniert, meine Damen und Herren. Es funktioniert scheinbar. So, Mr. Baum. Hätte ich einen Baum nach oben setzen sollen, aber scheißegal. Ich habe jetzt die Tanks hier am Start. Das gefällt mir. Das ist gut. Ja. So, kurz nochmal den dahinter. Ein bisschen mehr Damage. Der Schweinchen ist am Start. Natürlich, der Baum ist suboptimal, dass er erst nach hinten kickt, aber trotzdem, es reicht. In der Mitte kommen wir dagegen an. Hier noch ein Schweinchen rein. Schweinchen rasiert. Schweinchen macht das schon. Oh, kommt ein bisschen jetzt von ihm. Ein paar mehr Truppen. Oben habe ich ein paar Probleme.
Ich warte noch, vielleicht droppt er noch irgendwas anderes. Okay, dann kommt der Kollege wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen die Pfeile. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mr. Hanky muss nach oben. Mr. Hanky muss nach oben. Und auf jeden Fall, der Scheiß muss auch noch rein. Und es leckt wieder. Dieser Spiel, es hängt. Es ist definitiv nicht mein nicht vorhandener Skill, sondern das sind die Server. Oh Gott, Server. Okay, wir bekommen das da oben nicht mehr verteidigt. Keine Chance. Alter, die one-shotten einfach alles. Oh, die Truppe ist so OP. Warum ist diese Truppe so OP? Sie macht einfach instant eine Truppe kaputt und ist einfach unsterblich und zerstört alles. Ich brauch sie. Ich brauch sie. Also mittlerweile ist das für mich einfach die krasseste Truppe, die es gibt, diese hier. Der Höllenfeind. Der ist ja so krass. Klasse reich, genau. Episch. Verängstigt Feinde, die schwächste Einheit in der Linie von Höllenfeind wird sofort zerstört. Ist schon mal richtig krass. Ist schon mal richtig, weil die immer, egal, die schwächste wird immer zerstört. Plus 823 Angriffsschaden und 2385 und kostet 6. 6 Mana. Das ist so krank OP. Brauche ich, Leute. Damit bin ich unsterblich. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, like, das ist sogar ein ziemlich langer Part geworden. Deswegen auf jeden Fall ein Doppel-Like. Würde mich freuen. Doppel-Like bringt viel, genau. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dieses Spiel, lasst ein Like da, Kommentar und alles. Seid ein Haufen super nice Boys and Girls. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.